Nach dem gestrigen Special, wo wir auch dann Dogma und Enigma besiegt haben, geht auch direkt die Story hier weiter. Also es scheint zumindest sowas wie eine Story noch zu existieren. Und unsere Mutter ruft uns. Nami, Nami, wie lange willst du denn noch schlafen, Liebes? Alle Ranger wurden zur Zentrale gerufen. Schon vergessen? Oh, was wollen denn alle Ranger bitte in der Zentrale? Entweder ist ein neues Übel aufgetaucht, oder die wollen uns nochmal alle beglückwünschen. Oder ist das schon mal Zairo? Guck mal an. Er ist aber immer noch bei uns, sehr gut. Guten Morgen, Nami. Worum geht's denn heute? Eigentlich auch egal, solange ich mitkommen darf. Ich darf doch mit, oder? Was denn das für eine Frage? Mann, Zairo, da brauchst du doch gar nicht fragen. Du bist auf jeden Fall ein Teil der Familie. Na, selbstverständlich darfst du mit. Bitte nicht nochmal fragen. So, ja. Aber ein Liebeswesen. Bis später, Nami, und viel Erfolg. Und grüß Papi von mir. Natürlich, den Tagesmann des Tales holen wir auch nochmal ab. Oh, Sarah und Nick. Ah, Nami und Sairo, guten Morgen, wie geht's euch? Guten Morgen, ihr beiden. Hey, Nami. Was gibt's denn eigentlich so Dringendes zu besprechen? Ich will eigentlich mehr frühstücken. Der Captain wird es uns sicher gleich sagen. Gehen wir zur Ranger-Zentrale, los geht's. Alles klar, Nami. Wer zuerst dort ist, hat gewonnen. Wobei, ich kann jetzt schon nicht mehr. Kannst du mir bitte Vorsprung geben? Los geht's. Und kaum als er aus dem Bild draußen ist, keucht er wahrscheinlich schon. Wie es immer so ist. Wie es aussieht, wird Nick wohl auch diesmal wieder gewinnen. Natürlich. Warum zum Teufel sollte er gewinnen? Er prahlt mit seinen Muskeln und er sieht jetzt nicht so aus, als ob er so ein riesen Ausdauertalent ist. Aber Captain Matari meldet sich zu Wort. Guten Morgen. Entschuldigt, dass ich euch so plötzlich hergestellt habe. Sagt euch der Name Dystopia was? Nee, überhaupt nicht. Dystopia? Doch nicht etwa das legendäre Land? Sie kennt es natürlich und selbstverständlich war von Dystopia noch nie vorher irgendwas zu hören. Nur nachdem wir Dogma besiegt haben, ist selbstverständlich auf einmal in Dystopia irgendwas los. Wer hätte es gedacht? Genau, dieses. Laut den alten Legenden verschwand das Land Dystopia spurlos. Doch nach Enigmas Niederlage. Oh, okay, dann macht's Sinn. Erschien Dystopia plötzlich im Norden. Sehr seltsam. Das ist wirklich seltsam. Die Ranger sind auf dem Weg dorthin, angeführt von den Logike-Five, die in der letzten Folge so kläglich versagt haben. Tja, warum ich nicht Nami losgeschickt habe? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Irgendwie muss ja die Geschichte erzählt werden und beginnen. Ihr werdet euch dieser Erkundungsmission anschließen, ist das klar? Oh boah, ja, kein neues Land, ey, Hammer. Ich hab's ja nur die Hälfte verstanden, aber das klingt nach einer Menge Spaß, ja? Geht als erstes zum Schattentor des Erddrachenkönigs. Ihr findet es im Heilheim, was in Hellheim-Gebiet nördlich von Avalon. Das Schattentor des Erddrachenkönigs? Hat Erddrachenkönig Avalon etwas damit zu tun? Naja, also wir haben ja schon nichts Gutes von dem gehört. Könnte sein. Nun, Dystopia wurde einst vom Erddrachenkönig beherrscht. Es verschwand gemeinsam mit ihm. Oh, das heißt, Avalon ist wieder aufgekreuzt. Okay, krass. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Erddrachenkönig involviert ist also enorm hoch, signifikant hoch. Verstehe. Das sollten wir wirklich schleunigst untersuchen. Ja, ich freue mich schon. Ah, die sind immer so gut drauf, dass die auch keine Angst haben. Ich meine, wir haben erst gerade mal Enigma abgewehrt und jetzt droht die Welt erneut dem Untergang geweiht zu sein. Aber wir freuen uns, das ist schön. Hurra, du, ich stürze mich ins Abenteuer. Dann überlasse ich diese Angelegenheit euch. Viel Erfolg. Ja, hat schon mal 5 Minuten gedauert. Okay, eine sehr lange Einführung. Ach, wobei lange 5 Minuten. Was sind 5 Minuten eures wertvollen Lebens? Nichts. Okay, dann gehen wir auch direkt mal. Oh, das ist eine neue Nebenquest. Mache ich aber alles wieder offscreen. So, wir widmen uns den wichtigen Dingen. Na, dann kann ich auch verstehen, dass noch ein paar Drachenjuwelen gefehlt haben. Geht doch bestimmt gleich weiter. Hier, schaut euch das mal an, Alter. Wie geil ist denn das bitte? Hier, 1, 2, 3, 4, es sind bestimmt wieder 6 Gebiete. Geil. Es ist ein 3-Farben-Dungeon. Macht aber nichts. Und schaut mal, der Tempel da hinten, der schwebt ja richtig. Ja, na dann mache ich hier wieder ein kleines. Ach, wobei, ne, ich mache hier keinen kleinen Schnitt. Denn es ist ja für euch auch was Neues. Das heißt, ich zeige euch das alles. Zumindest die erste Welt.
damit wir mal so ein bisschen reinschnuppern können, wie gefährlich das Ganze hier sein wird. So, was haben wir hier? Der kann Sphären verwandeln und der? Jin? Hat er sich uns angeschlossen? Tatsächlich, hier guck mal. Hyo, Maru und Jin, das sind unsere Begleiter. Ist ja witzig. Aha, Phantomdrache wird erhöht. Ja, leider können die alle nicht so viel Gutes, oder? Verdoppelt Angriff deiner Monster vom Typ Mutant. Haben wir irgendeinen Mutanten bei uns? Ne, wir haben nur echte Drachen oder eben... Oh, war es ein Phantomdrache? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Phantomdrache könnte unser Burster Dragon sein. Aber das ist auch egal. Haben wir nicht irgendwas anderes? Ja, hier das zumindest. Ja. Kriegt zumindest einer unserer echten Drachen noch einen kleinen Bonus, nämlich unser Holzdrache. Scheint auch ein sehr kleines Gebiet zu sein. Da es ein 3-Farm-Dungeon ist, muss ich mich hier auf gar nicht großartig viel konzentrieren. Kennen wir ja bereits. Ja, ich hätte auch hier wieder mein Team so weit umrüsten können, dass wir nur die Elemente haben, die auch in den Dungeon vortreten oder vorkommen. Okay, das sieht doch sehr schwach aus. Ja, nee, ich dachte, jetzt kriegen wir hier irgendwie neue Monster zu sehen. Oder vielleicht einen erhöhteren Schwierigkeitsgrad, weil es ist ja immerhin nach dem Finale gewesen. Aber die Monster, die sind doch sehr einfach zu besiegen, oder? Na, mal gucken. Vielleicht täuscht auch der Frieden in den ersten Gebieten. Ja, es fragt mich nicht, warum ich hier versucht habe, so eine riesenfette Combo zu machen. Ist ja eh nur eine Barriere gewesen. Na, mal gucken, was wir hier für Drachen auch haben. Aber es sind nur Mega-Baddies und diese komische Turtle. Vielleicht sollten wir testweise gar nicht so viel Schaden machen. Ich meine, 11.000? Okay, die scheinen mehr als 11.000 zu haben, weil zweimal angreifen mussten, war, damit die olle Schildkröte, ach Quatsch, der eine Baddie, auch besiegt wurde. Mal gucken, ob die beiden ausreichen. Ne, die reichen nicht aus. Okay, naja, dann macht es vielleicht doch Sinn. Oh, die machen ordentlich Schaden, Alter. Habt ihr gesehen? Das war fett. 6.000 Schaden, das ist wirklich richtig fett. Weil wir können unsere Monster ja gar nicht mehr großartig aufpowern. Ja, blöd. Die Schildkröten nerven tatsächlich. Weil wir bräuchten eigentlich viel mehr Monster. Die gesamt eben auch den nötigen Schaden machen. Dass wir nicht so oft angreifen müssen. Ja, das habe ich nicht bedacht. Aber kannst du ja vorher auch nicht wissen. Okay, hier sind jetzt zwei Drachen. Machen wir mal einen Gruppenangriff. Ja, ich denke, das ist soweit okay. Müsste ausreichen. Ja, hier, Monster, dicke, fette Kombo. Alle drei Monster können auch angreifen, zumindest die, die wir bei uns haben. Ja, hinterlassen aber nichts Interessantes, geben auch nur 6.000 Erfahrungspunkte. Okay, hier haben wir eine größere Version. Dann machen wir das mal so. Ja. Wird zumindest wieder eine Gruppenattacke und damit sollte der Giga-Baddy auch schon weg sein. Und ihr hinterlässt sogar ein Puzzleteil. Na, ist ja echt super. Spare ich mir echt das Gefarme mit dem Tagestalisman. Und hier das gleiche Spiel von vorne. Ja, reicht aus. Na, mal gucken. Mal gucken, ob es ein Fehler war, das zu zeigen. Ich meine, ich könnte es natürlich auch zum Schluss zeigen, aber nein, ihr braucht den Eindruck. Genau wie ich auch. Deswegen wird hier alles ungeschnitten gezeigt. So. Vielleicht rutscht da noch was Schönes nach. Ja, jawohl. Hier, guck mal, was da für eine Combo sich draus entwickelt. Der Hammer, oder? Combo 10 und das nur für eine Turtle. Squirtle. Ja, das war okay. So, jetzt sind wir auch schon beim ersten, naja, Vorrunden-Boss. Nennen wir ihn mal so. Boss steht da. Es sind aber auch nur wieder ein paar komische... Ja, wie heißen die überhaupt? Drachenritter? Ah, Mystic Knights, genau, das war der Begriff. Es sind Dunkel Knights. Bloß gut, dass unser Lichtdrachen enorm Schaden macht. Okay, damit sind die auch weg. Also schwer war es jetzt nicht. Nee, dann bleibt's dabei. Ich mache hier eine Pause und wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas Spannendes vorkommt. Meine Theorie ist tatsächlich, dass wir jetzt nochmal in jedem Gebiet einen der Genius-Mitglieder wieder treffen werden und die uns sagen, dass die sich uns anschließen wollen.
Halte ich für sehr wahrscheinlich, weil erstens haben wir die ja jetzt schon als Hilfskameraden und können die auch benutzen. Und es macht auch Sinn, denn wir haben ja hier anscheinend auch 6 Gebiete, dass wir wieder mit den ersten 5 Gebieten mit denen zu tun haben und dann passiert wieder am letzten irgendwas total cooles, wo wir eine Special-Folge draus machen können. Ich denke, das ist der Plan jetzt der neuen Welt. Ja, bis gleich. Okay, Leute, also wir sind immer noch in dem ersten Gebiet in Helheim und ihr seht, ich bin tatsächlich schon am Ende. Es ist storytechnisch gar nicht viel passiert. Wir haben ein paar Geschichten noch von Vatari gehört. Also tatsächlich geht es ja um den Drachenkönig Avalon, der halt oben irgendwie hier gehaust hat, wenn ich es richtig verstanden habe, und die Welt unterwerfen wollte. Ja, ich weiß nicht, ob wir zum Schluss wirklich gegen den dann antreten müssen. Da habe ich keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt hier in irgendwelchen Tempeln. Diese schwebenden Inseln, das sind auch Tempel, wo einst die Himmelsdrachen wohl gelebt haben. Wo Nick dann gefragt hat, aber wieso? Die leben doch jetzt auf der Erde. Ist da oben denn jetzt gar keiner mehr drin? Das ist die große Frage. Jetzt sind wir hier im Schattentempel. Ich glaube, hier unten hatten wir gar keinen Schattentempel, oder? Das heißt, wenn das ein Schattentempel ist und hier ein Himmelsdrache sein sollte, müsste es ja ein neuer Himmelsdrache sein. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier nochmal komplett 5 neue Himmelsdrachen über den Weg stolpern werden. Und selbst wenn hier einer drinne wäre, ja, würde ich mich auch fragen, warum wir die dann besiegen sollten. Weil es würde darauf hinauslaufen, dass wir die besiegen werden. Ja, hier Nightmare Dragon, Kashma, Doom Dragon, Diablos, Moonshadow Dragon Quest sind. Und, ach, das ist doch direkt das Bossgebiet. Ist ja interessant. Garten des Himmelsdrachen. Das wusste ich nicht. Ich war ja vorher noch nicht drin. Na, ist ja super. Dann können wir es ja direkt mal angehen zusammen. Mein Team ist immer noch so stark genug, dass ich froher Dinge bin. Wir haben sogar jetzt einen Level 50 ja, Partner, den wir mitnehmen können. Und seine Fähigkeit ist ja nicht schlecht. Also seine Helferfertigkeit. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, wie hart das jetzt hier wird. Oh, hier sind sogar 2 Drachensteine. Aha. Na okay, dann ist es zumindest irgendwo erklärbar, warum hier nur ein einziges Gebiet ist. Aber wir müssen in dieses Gebiet halt 2-mal rein. Interessant, oder? Tja, was machen wir nur am besten? Ja, wir machen das mal so. Das ist... Das war scheiße. Da haben wir gerade mal eine 3-Kombo hinbekommen, weil auch einfach zu viele Rote da waren. Naja, wir hätten versuchen können, diese Roten zu splitten in mehrere dieser komischen Sphären. Ja, hätten wir eine bessere Kombo draus machen können. Wäre besser gewesen, cleverer. Ja, mal gucken. Das war zumindest jetzt eine 4er-Kombo. Mal gucken, wie weit wir damit hinkommen. Naja, zumindest ist die Hälfte schon mal weg. Und von dem brauche ich noch den Chip. Das wäre cool, wenn ich von dem mal hier irgendeinen Chip kriegen würde. Weil dann könnte ich nämlich meinen Dormer auch aufpowern. Und 8000 Schaden. Ja, hier nimmt der Schwierigkeitsgrad doch ordentlich zu. Ja, mal gucken, was wir hier... Ja, leider liegen die Sphären nicht ganz so optimal. Aber es hat gereicht, um zumindest gleich unseren Schaden, den wir genommen haben, wieder auszugleichen. Und ich denke, mit der nächsten Runde sollte der auch weg sein. Wenn wir uns jetzt nicht ganz so blöd anstellen, ich denke, das ist in Ordnung. Ja, passt. Auch wenn es nur eine 3-Kombo gewesen ist, sollte trotzdem auch ausreichen. Ja, oh, ganz knapp. Oh, er hat den Chip fallen lassen. Wie geil ist das denn? Kashma-Chip. Wir können nachher unseren Drachen aufbauen. Ha, sehr nice. Ja, ich gehe als erstes mal nach rechts und hoffe, dass nichts Blödes nachrutscht. Okay, das war gut. Und dann hoffe ich auch, dass wir den Drachenstein auch direkt mal bekommen werden. Es kann ja sein, dass die Voraussetzungen sehr, sehr hart sind. Puh. Ja, ist ja cool. Also, dann machen die Gebiete schon doch mehr Spaß. Und was auch cool ist, dass wir nicht mehr jedes einzelne Gebiet aufnehmen müssen. Das heißt, wenn alles gut läuft, kann ich jeden Tag eine komplette Insel, ein komplettes Dungeon, also ein Gebiet mit einem neuen Himmelsdrachen zeigen. Das freut mich. Was halt ein bisschen blöd ist, die Geschichte da drunter, weil, ja, sowas wie eine tolle Geschichte haben wir ja gar nicht. Wir haben jetzt keinen neuen, ja, Helden oder Gegner, dem wir nachsprechen können, der uns irgendwas Interessantes liefert. Also können wir hier tatsächlich diese, ja, kurzen Texte, die uns Vatari dann eben auch mal hinschmettert, ignorieren. Also das ist wirklich nur Larifari. Ich meine, wenn ihr natürlich sagt, naja, zeigt doch trotzdem alles, ja, dann mache ich das auch. Aber ich halte es halt für überflüssig. Ich denke, wir haben da alle mehr Spaß dran, hier einfach zu gucken, wie hart es wird, welche Drachen eventuell auf uns warten und was denn im weiteren Spielverlauf später alles noch so passieren wird. Ja, ich denke, das ist doch viel cooler.
als die belanglosen Geschichten nochmal durchzugehen. Ach Mensch, ich bin ja wieder hier. Habe ich jetzt völlig vergessen. Vertikal und auf einmal. Puh, ja, vertikal müsste ich noch irgendwie hinkriegen. Aber mit dem... Mit dem 6 auf einmal wird schwierig. Tja, wie machen wir es am besten? Das könnte ja schon mal so bleiben. Da habe ich nichts dagegen. Scheiße. Zu spät gesehen. Ja. Und hier nehme ich sicherheitshalber mal meinen Birthday Dragon. Oh, der hat sich als so nützlich erwiesen. Also ich kann euch nur sagen, wirklich, nehmt den. Nehmt den mit, wann immer ihr die Chance habt. Der ist so genial, dieser Drachen. Gerade auch hier in den letzten Levels. Das werden ja auf jeden Fall die letzten Levels sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass danach nochmal was kommt. Weil dann haben wir auch ordentlich Spielzeit hinter uns bringen können. So, auch der Drachenstein gehört uns. Ich frage mich auch, was denn das höchste der Drachensteine ist, die wir überhaupt bekommen können. Und was überhaupt die höchste Belohnung sein wird für so einen Drachenstein. Hab ich auch richtig Bock. So, dann gehen wir mal hier hin. Das war gar nicht so schlecht. Ja, das war gut. Das Ziel sollte immer sein, eine Vierer-Kombo zu reißen. Haben wir auch geschafft. Mal gucken, wie viel der aushält. Ist ja so ein Defensiv-Typ. Aber der hat schon über die Hälfte verloren. Interessant. Die anderen sind trotzdem stark. Oder stärker. Na, das war scheiße. Na klar, für eine Vierer-Kombo hat es noch gereicht. Ist er weg? Ne, er ist noch nicht ganz weg. Aber gut, das heißt, jetzt müssen wir uns nicht extra anstrengen, übelst. Ja, das war okay. Das war sogar schon wieder viel zu viel. Und ich habe so das Gefühl, dass dann beim letzten Bossgebiet noch irgendwas getriggert wird. Übrigens, ich habe dann so eine fette Truhe in einem der Gebiete gefunden. Da war so ein Chaos-Talisman drin. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, den Chaos-Drachen zu fangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Weil meistens heißt ja der Name des Talismans, dass immer der Drache als Endboss auf einen wartet. Und wenn ich mir jetzt... Oh, was nun? Monami, wie läuft's? Nick hat anscheinend Probleme damit, Sphären diagonal zu bewegen. Wie kommst du damit zurecht? Oh, nicht so gut. Am Anfang dachte ich, es wäre besser, die Sphären langsam und vorsichtig zu bewegen, aber das war ein Fehler. Schnelle Bewegungen sind viel besser, probier's mal einfach aus. Ja, aber das wussten wir schon. Ich habe jetzt auch schon so viel Zeit investiert. Ich denke, spätestens hier, wer hier in dem Gebiet schon ist, ich denke, der wird auch wissen, dass es besser ist, schnelle Bewegungen auszuführen. Allerdings habe ich trotzdem noch Probleme mit dem Diagonalbewegen. Ihr habt zwar gesehen, das hat gerade eben sehr gut funktioniert, aber... ich mache es trotzdem nicht so oft und so gerne. Weil es einfach zu selten gut funktioniert. Das ist der einzige Grund. So, machen wir hier nochmal eine Vierer-Kombo draus. Ja, die Herzen müssen weg. Auf Heilung kann ich erstmal verzichten. Der macht wieder eine Attacke, eine 6000er. Ja, das ist okay, kann er ruhig machen, darf er auch. Ja, ich gehe hier nach oben. Na, habe ich zu lange gebraucht. Und wie sie es gerade noch gesagt hat, schneller Bewegungen sind hier deutlich besser. Ist auch so. Na, jetzt passt mal auf. Geil, oder? Das war ja sehr einfach. Na, schön ist natürlich, dass der so 6000 Schaden macht, wir uns 5000 teilen. Das ist okay. Machen wir es gleich nochmal. Und ja, leider habe ich jetzt nichts anderes groß reißen können. Eine lächerliche Blattsphäre. Ja. Wir erfreuen uns zwar bester Gesundheit. Aber so haben wir ja auch nicht gewettet. Ja, mit der 3er-Kombo mal gucken, wie weit wir damit hinkommen. Eine 4er wurde draus gemacht. Jetzt haben wir leider keine Herzsphären bekommen. Aber ich hätte auch meinen Birthday Dragon mal aktivieren können. Wir haben ja 10 von 10. Und warum den aufsparen? Bringt ja auch keine Punkte. Dann machen wir aber erstmal das hier. Ja, Dragon's Lore. Das heißt, wir können jetzt für 4 Runden alle Gegner mit Gruppenangriffen angreifen. Ja, das ist okay. Kann man mal machen. Oh, das hat sich gelohnt. Die dürfen weg sein. Ja, Klatsch, Boom, Peng. Und wir kriegen sogar wieder noch ein paar Chips. Sehr nice. Oh, ich bin so gespannt, was oben als Boss auf uns wartet. Ja, die werde ich normal besiegen. So. Na, schade. Jetzt hätte ich nochmal diagonal so den Versuch machen können. Da habe ich immer Angst, dass das andere dann weggeht. Hätte auch sein können, dass die Lichtsphäre dann, ach, die Herzsphäre meine ich, dann weg wäre. Was freuten die sich so? Oh, sie hat uns vergiftet. Mistratte.
dann machen wir es so und... Ja, so. Gerade noch gerettet, dass wir den Grünen auch noch wegkriegen konnten. Ja, nette Kombo. Das war eine Sechser. Die hält aber trotzdem einiges aus. Ja, dann werde ich mich jetzt auf die Herzfähren konzentrieren, dass die erstmal weggehen. So. Ja, ich denke, das war völlig okay. Ja, jetzt haben wir wieder das Phänomen wie schon immer. Man will nur eine Einer- oder Zweier-Kombo machen und daraus wird dann eine Vierer- oder Fünfer. So, jetzt sind wir beim Boss. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wer ist das? Dark Knight Sky Dragon. Ach, das ist der Knight Sky Dragon? Ist das eine dunkle Version? Kann das sein? Ist ja interessant. Mal gucken, wie viel der drauf hat. Also ich rechne jetzt nicht mit irgendwelchen Problemen, aber wer weiß, vielleicht täusche ich mich da auch. Übermut tut ja bekanntlich selten gut. Oh, hier, sogar eine 9er-Kombo. Sehr nice. Und jetzt bin ich gespannt, was der alles an Lebensenergie verlieren wird. Auf jeden Fall purzeln die Sphären nur so. Und wir können danach direkt nochmal die Attacke wieder benutzen. Oh, hier, der hat fast alles verloren. Oh, 206.000. Der muss ungefähr 250.000 haben. Ja, ich denke, jetzt ist es nicht mehr notwendig, die Attacke von dem zu nehmen. Das müssten wir auch so hinkriegen. Ja, das war aber gar nicht so schlecht, oder? Reicht's aus? Na, 50.000 sind's nicht. Na, auch egal. Dann lassen wir den einmal angreifen. Mal gucken, was er drauf hat. Poison Smog, er vergiftet uns. 4.000. Wir werden aber, denke ich, nicht sehen, wie viel der in der Giftschaden tatsächlich uns wegnehmen wird. Denn mit der Dreier-Kombo müsste es gewesen sein. Wir haben sogar noch ein paar Herzen bekommen. Und weg ist er, oder? Na klar, das überlebt er nicht. Oh! Der hat das nicht wirklich eingelassen. Ist ja geil. Haben wir da jetzt Schwein gehabt, oder passiert das in jedem Bosskampf? Da hat er echt einen eingedroppt. Wie geil ist denn das? Ist ja Hammer. Da haben wir jetzt den direkt mal einfach so bekommen. Einfach so. Weil ich meine, diese Drachen sind doch die stärksten, die wir haben können, oder nicht? Boah, da hat es ja voll gelohnt, das aufzuzeigen. Siehst du? Und das hier in der ersten Folge schon. Mal gucken, was ein neues Gebiet sich freigeschaltet hat. Okay, es wird nicht mehr düster. Das ist ein Grasgebiet. Auch hier sind es wieder 6 Gebiete, also 6 Ebenen, die wir abgrasen müssen. Das werde ich aber alles wieder offscreen machen. Wenn da storytechnisch irgendwas Cooles passiert, ein neuer Gegner sich zeigt, dann zeige ich das natürlich auch. Ansonsten gibt es von mir einfach nur die Kurzfassung. Und Captain Matari meldet sich. Ihr habt wirklich die Geisterinsel Helheim gesichert? Boah, das ist ja... Ich kann es nicht glauben. Wie ist das möglich? Nami, Sarah, Nick, mir fehlen die Worte. Wirklich. Ja, auf der Insel haben wir einen schwarzen Himmelsdrachen gesehen. Einen schwarzen Himmelsdrachen? Von so einem Drachen habe ich bisher noch nichts gehört. Ja, ich auch noch nicht. Ja, und dieser schwarze Himmelsdrachen sah genauso aus wie Elysium. Stimmt, der hieß Elysium. Guck mal einen an. Ich bin ja schon seit ein paar Millionen Jahren noch. Aber einen schwarzen Himmelsdrachen hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Das war ganz eine Sache. Aber er konnte nicht sprechen und er sah so verzweifelt aus. Das ist ja auch interessant. Das heißt, wir haben jetzt hier irgendwelche, ja, dunklen Versionen, so ähnlich wie bei Final Fantasy. Da gab es ja auch immer von den Aufrufmonstern ein paar dunkle Gestalten, die einfach dann die Bösen darstellen sollten. Und hier ist es so ähnlich auch. Vielleicht sind es ja irgendwelche, ja, keine Ahnung, vielleicht Phantome. Aber schon komisch, dass die nichts sagen konnten. Und Sarah sagt weiterhin, als hat er unheimliche Schmerzen. Und als wir ihn besiegt hatten, sah er aus, als hätten wir ihn dadurch von irgendetwas befreit. Aha, er war uns. Also das hat er alles gesehen. Ich meine, gut, er ist ja ein Lichtdrache. Er ist ja irgendwo bestimmt ein bisschen besser und mehr verbunden als wir zu ihm. Und wenn er sagt, wir haben ihn befreit, dann wird das wohl so auch stimmen. Was war das wohl für ein Drache? Es gibt auf diesem schwebenden Insel noch andere Himmelsdrachen. Unheimlich. Gut möglich. Wir sollten unsere Untersuchung schnellstens fortsetzen. Ich leite eure Beobachtungen weiter an unser Forschungsteam. Begebt euch als nächstes ins Valhalla-Gebiet und sichert das Licht des Erddrachenkönigs. Oh, Valhalla. Wir sind in Valhalla. Na, guck mal einer an. Statten wir doch mal gleich Odin einen Besuch ab.
Ja, das erstmal dazu. So, jetzt gehen wir aber trotzdem erstmal hier nach rechts, weil es kann sein, weil wir müssten jetzt endlich Dorma entwickeln können und den werde ich auch direkt mal austauschen. Aber erstmal schauen wir uns das Ei an, natürlich. Oh, ist das nice. Da haben wir echt ein Ei von dem gekriegt. Hier, neu. Jetzt bin ich gespannt. Entweder ist das der normale Elysium oder gleich wirklich die Dunkelgestalt. Oh, Level 20 auch drin. Ultra-Nachwuchs. Boah, Night Sky Dragon Elysium. Der absolute Wahnsinn. Hier, schaut mal, was wir noch so für Eier haben. Alles sehr, sehr schön, aber nicht wirklich weiter interessant. Wir gucken, ob wir noch ein paar neue Monster entwickeln können. Wir haben ja ein paar Teile bekommen. Und zwar ein paar sehr, sehr viele Teile. Ein paar viele, genau. So, den dürften wir trotzdem noch nicht entwickeln können, deswegen überspringe ich das mal. Oh, hier, wir können aus dem Knight hier eine Endentwicklung machen, auch cool. Aber ich will den haben, da ist er, na endlich, wir haben ihn, den Kaschmir-Chip. Haben wir ein Schwein, dass wir auch ausgerechnet diesen Chip bekommen haben? Da habe ich mich so gefreut, als das passiert ist. Und endlich hat das Leveln und Farben nach diesem ollen blöden Chip ein Ende. Und aus Dorma wird ein richtig gefährlicher Dorma, der ist glaube ich auch so, oder? Der ist trotzdem Dorma? Ne, Kaschmir. Der muss ja Kaschmir heißen. Kaschmir, Kaschmir. Oh, hier, wie gefährlich er einfach aussieht. Richtig, richtig cool. Können wir noch irgendwas machen? Den könnten wir auch in die Endform bringen. Machen wir auch. Ja, wir haben den Quest-Chip bekommen. Also entwickeln wir den auch. Na klar. Ach, ist das schön. Dann haben wir hier in der heutigen Folge auch wieder einiges geschafft. Wir haben Helheim direkt mal befreit. Wir haben also gesehen, dass es ein neues Gebiet gibt. Wir haben gesehen, dass es neue Endbosse gibt. Wir haben auch weiterhin gesehen, wie schwer sich diese Gebiete auch dann gestalten. Wir haben wieder ein paar neue Monster bekommen. Wir haben direkt mal einen Lucky Drop von dem Himmelsdrachen auch erhalten. Und ich meine, was will man mehr? Also wenn man so viel in einer Folge schafft, ist das doch super. Und hier, schaut mal an, selbst der braucht richtig viele coole Chips. Und die haben wir alle. Wir haben die alle. Wie nice ist das bitte? Oh, hier, einfach rüberschieben. Zack, 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 zack. Und mal gucken. Oh ja, hier, der sieht schon ungepuzzelt ziemlich geil aus. Oh, hier. Und ich glaube, den haben wir auch bisher noch gar nicht gesehen. Kann das sein? Müssen wir uns gleich mal angucken. Heile Nase zu Kuchulain, The Green Lancer, entwickelt. Ja, da müssen wir jetzt erstmal reinschnuppern. Das machen wir auch. Wir gucken uns mal die ganzen Monster an, die wir jetzt bekommen haben. Sie freut sich auf den nächsten Besuch. So, wisst ihr, was wir noch machen? Wir gehen mal kurz hier nach unten. So. 57 Hammer. Na, ist ja auch cool. Ja, Kristalltalismanne. Und bei 60 kriegen wir ZZ Metal Gold. Es gibt sogar noch weitere Z-Talismane außer Z. Also einfach Z. Ist ja witzig. Naja. Dann machen wir just for fun hier nochmal einen kurzen Lackversuch bei der Z-Box. Was? Der Z-Verbrauch hat sich erhöht? Hat er gerade gesagt, der Z-Verbrauch hat sich erhöht? Tatsächlich, wieso denn das? Na egal, wir haben ja trotzdem 60. Also die 10.000 mehr, das macht den Kohle auch nicht mehr fett. Aber dann ist die Ausbeute wahrscheinlich auch viel größer, oder? Bestimmt. Oh ja, hier. Ey, schaut mal, wie viele seltene Puzzleteile wir bekommen haben. Und die Eier, ey, der Hammer. Wir haben einen Ash-Chip, einen Dorma-Chip, Oyamatsumi-Chip und einen Tempest-Chip. Ein Flame Knight-Ei und wir haben sogar ein Ei von einem Dunkelritter bestimmt. Ach, cool. Ja, dann müssen wir nochmal zurück. Dann müssen wir direkt nochmal zurück und das Ei ebenfalls ausbrüten. Und dann habe ich nämlich offscreen wieder sehr, sehr viel zu tun. Ihr seht die ganzen Nebenquests, die hier angezeigt werden. Die werde ich auch erledigen. Versprochen. Und dann werden wir auch dann direkt den nächsten Himmelsdrachen angehen. Zumindest die dunkle Version. Warum dann nur dunkle Version umhausen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Das interessiert im Endgame ja sowieso kaum. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt neue Herausforderungen haben. Oh, hier. Oh, Dark Sky. Ach Quatsch, Dark Star. Die Weingon. Jetzt muss ich doch gleich direkt mal auf unsere Themakarte gucken. Und ja, ich habe es auch nicht vergessen, wir werden unsere Drachen schon nochmal angucken. Wir sind immer noch bei 47 Drachenzimmerpunkten. Ehrlich gesagt, verstehe ich das gar nicht. Es müsste doch trotzdem irgendwie steigen, oder? Na egal. Wird schon an irgendwas gekoppelt sein. So, jetzt gucken wir mal rein. Ach, jetzt können wir hier sogar die Drachen auch noch entwickeln. Da spielt man das einfach zu gut mit uns. Ja.
nehmen wir alles mit. Wenn das jetzt sich in die Länge zieht, weil wir hier die Drachen auch entwickeln können, dann ist das einfach so. Ja, wir werden ihn auf jeden Fall noch zu Tempest hochstufen. Ey, da haben wir ja erst recht viel geschafft. Überleg mal, wie viel hochentwickelte Monster wir jetzt haben. Das heißt, ich kann tatsächlich ganz, ganz viel Zeit damit verbringen, zu überlegen, wie ich denn nochmal ein Team zusammenstellen kann. Vielleicht mache ich auch dann wirklich mal so eine Zwei-Farben-Team. Bietet sich ja an, weil es gibt ja viele Drachen, die geben uns ja einen Schutz auf bestimmte Elemente. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann... Jetzt können wir den sogar auch entwickeln. Wie geil ist denn das? Wir haben noch einen, der hier rumwuselt. Wo ist denn der Grüne jetzt hin? Hier, der hier. Wer ist denn das? Hellwind, Tower Dämon. Naja, klar. Nimm mal den. Natürlich. Es nimmt einfach kein Ende. Entwicklung, Entwicklung. Und dann machen wir gleich die nächste Entwicklung. Dann ist er auch schon mal hochstufig. Sehr nice. Ja, perfekt. Also hier kann ich mich echt nicht beschweren. Wir sind gut ausgerüstet. Wir sind gut vorbereitet. Die Strategie, die wir haben, funktioniert auch weiterhin. Richtig super. Und ich guck mal trotzdem auf den rauf. Vielleicht können wir ja dann den anderen trotzdem entwickeln. Ne, hier fehlen immer noch die Melagius-Chips und die Betty-Chips. Habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt nochmal als krönender Abschluss zur richtig coolen Folge heute. Wir gehen ins Monster-Handbuch und schauen uns mal die einzelnen Monster an, die wir jetzt bekommen. Oh, hier schaut mal. Von unseren ganzen Drachen haben wir fast alle bekommen. Nice, oder? Selbst die haben wir schon alle bekommen. Hier fehlen die noch. Das sind immer noch wahrscheinlich die, die wir nur aus den Automaten bekommen werden. Meine Vermutung. Naja, hier, die fehlen uns noch alle. Aber dafür haben wir hier schon richtig gut zuschlagen können. Selbst von den Rittern haben wir schon ordentlich ein paar im Team. Ja, also es fehlen gar nicht mehr so viel. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Wir haben zwar den jetzt hier gekriegt. Mal gucken, was der kann. Der hat ein Max-Level. Oh, der hat Max-Level 99. Geil. Night Sky Dragon Illusion. Angriff ist er richtig stark, Abwehr leider nicht so. Richtet bei allen Gegnern 20-fachen Schattenschaden an und verletzt deine Monster für eine Runde perfekte Abwehr. Alter, geil. Und das ist eine Gottheit. Das ist noch nicht mal legendär. Davon könnte ich mehrere Monster drin haben. Tja, jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich Dormar habe. In der entwickelten Form. Also Kaschmir. Oder wie auch immer der halt hieß. Dann nehme ich doch eher den mit. Boah, geil. 20-facher Angriff. Damit mache ich es mir einfach. Kostet aber auch 6. Macht nichts, den werde ich trotzdem hochleveln und ich bin gespannt, was der für Grundwerte hat. Ob der über 3000 Angriffskraft hat, wenn wir den auf Level 99 tatsächlich auch gebracht haben. Vielleicht hat er ja auch 4000 oder 5000. Dann wäre er erst recht eine Überlegung wert auszuwechseln. Weil dann kann ich meine ganzen normalen echten Drachenmonster auswechseln. Ach cool. Ich denke, das Spiel möchte es höchstwahrscheinlich auch so, dass wir zum Schluss nochmal unser starkes Team austauschen können. Ach, selbst der Vampirlord ist sogar ein Monster. Den kriegen wir nur durch ein Ei. Auch interessant. Richtet bei einem Gegner Schaden an und stellt abhängig von diesem Schaden LP wieder her. Ach, cool. Richtig cool. Na egal, das war's für diese Folge. Ich denke, ja, das macht Lust auf mehr. Diejenigen, die das schon jetzt auch gespielt haben, ihr könnt da mal reinschreiben, ob es noch irgendwie ein paar, weiß ich nicht, Tipps gibt. Irgendwas, was ich übersehen habe. Irgendwas, was ich noch machen könnte. Weil ich bin eigentlich soweit durch, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Kann man noch irgendwas optimieren? Falls ihr irgend so ein Endteam schon habt, würde mich das mal interessieren, wie eure Teamzusammenstellung aussieht. Ihr könnt ja mal spaßeshalber für diejenigen, die hier noch zugucken, auch mal reinschreiben, wie euer Endteam aussieht. Weil das gucke ich mir auf jeden Fall an und versuche dann mal herauszubekommen, ob das dann wirklich eine clevere Idee ist, dann meins auszutauschen. Weil ich bin immer noch von meinem überzeugt, weil was ist denn besser als doppelter Angriff? Und das mal zwei, wohlgemerkt. Da wird es schwer für ein anderes Team daran vorbeizukommen, an dieser übermäßigen Gewalt an Power. Aber gut, was habe ich hier rum? Wir sehen uns zum morgigen Part. Wir werden dann den zweiten... das zweite Gebiet, wenn wir auf jeden Fall erkunden, auch abschließen und mal gucken, welcher Drachen sich dann dort befindet. Ja, und dann kann sich mal Valhalla ganz schön warm anziehen. Bis morgen und tschüss.